Hallo ihr Lieben, heute geht es um den Schmerzkörper. Was ist der Schmerzkörper? Wo sitzt der Schmerzkörper? Was macht der Schmerzkörper? Bin ich der Schmerzkörper? Ja, der Schmerzkörper ist vor allem ein feinstoffliches, energetisches Feld. Ein Feld voller Informationen, gefüllt mit alten, unverarbeiteten Emotionen. Und ja, was sind unverarbeitete alte Emotionen? Das sind Gefühle, die eben nicht gelebt worden sind, die nicht ausgedrückt worden sind, als sie entstanden sind, die verdrängt worden sind. Ja, und diese speichern wir sozusagen, diese Emotionen hinterlassen sozusagen einen energetischen Fußabdruck, und dieser Fußabdruck wird gespeichert im Schmerzkörper. Und dieses feinstoffliche Feld, dieser Schmerzkörper, der existiert meistens für hellsichtige Menschen, ist das ein paar Zentimeter außerhalb des Körpers oft wahrnehmbar, oft wie eine graue Wolke, und so ist im Grunde auch der Schmerzkörper. Er nimmt uns die Sicht sozusagen auf das, was wir eigentlich sind, und er verdunkelt sozusagen unsere Sicht und unsere Stimmung dadurch auch. Und dieser Schmerzkörper, wie gesagt, ist ein feinstofflicher Körper außerhalb des grobstofflichen Körpers sozusagen im energetischen Feld. Unser energetisches Feld reicht ja weit über unseren grobstofflichen Körper hinaus, und vielleicht kennt ihr auch den Begriff der Aura. Im Grunde bestehen wir aus mehreren energetischen Schichten oder Körpern, die um unseren grobstofflichen Körper herum existieren. Und in diesem Bereich ist mehr oder weniger eben auch der Schmerzkörper da existent. Und ich würde sagen, bei einem großen Teil der Menschen, die heute auf der Erde sind, ist dieser Schmerzkörper auch vorhanden und aktiv und zum Teil auch sehr, sehr groß und gefüllt mit vielen, vielen Alten, mit altem Leiden und mit Schmerz. Ja, das ist im Grunde, was den Schmerzkörper ausmacht, diese alten, nicht verarbeiteten Emotionen, die erzeugen einen Schmerz in uns. Und diesen Schmerz, den wollen wir auch am besten gar nicht anschauen, gar nicht an uns heranlassen. Und ja, und er wird aber dadurch leider nicht kleiner oder nimmt ab, sondern er wächst damit noch weiter an. Und wie könnt ihr merken, ob ihr einen Schmerzkörper besitzt? Zum Beispiel gibt es vielleicht eine Situation, wo ein Mensch, der euch nahe steht, vielleicht bei Menschen, die uns nahe stehen, da arbeitet der Schmerzkörper immer besonders gut. Und jemand, der euch nahe steht, der vielleicht irgendetwas zu euch sagt, was jetzt gar nicht irgendwie beleidigend ist oder euch kritisieren will, vielleicht nur eine Feststellung wie: heute bist du aber spät dran, dann interpretieren wir das sofort als einen Angriff, als ja, unsere Stimmung verändert sich und wir kontern vielleicht holen zu einem Gegenschlag aus, und oft verändert sich dabei unsere Gestik, unsere Stimme verändert sich. Und das ist ein Zeichen dafür, dass jetzt der Schmerzkörper sozusagen die Führung übernommen hat und agiert. Und er agiert relativ selbstständig, und vielleicht kennt ihr das, dass ihr dann denkt, ihr wolltet es eigentlich gar nicht sagen und habt etwas gesagt, was den anderen ebenso wieder verletzt und seinen Schmerzkörper triggert sozusagen. Und das passiert so automatisch, und ja, im Grunde verstricken wir uns immer mehr mit diesen alten Emotionen, wenn wir nicht endlich diesen Schmerzkörper lösen und heilen. Ja.
Ein ganz wichtiger erster Schritt ist erstmal dieses Konzept des Schmerzkörpers zu verstehen und dann kann man auch in die Aktion kommen. Ich habe dazu einen 10-Punkte-Plan entworfen, wie man damit umgehen kann, um diesen Schmerzkörper nicht weiter zu vergrößern, sondern eher wieder schrumpfen zu lassen. Und die beste Methode, die einfachste Methode meiner Meinung nach, ist es, über eine Heilmeditation den Schmerzkörper abzulösen. Und beides biete ich an in einem Schmerzkörper-Seminar auf Sofengo. Ich kann euch den Link unten in die Box setzen. Vielleicht gibt es dazu dann auch bald ein Video dazu. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mir die gerne im Kommentarfeld stellen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder wenn ihr meinen Kanal abonniert und weiter Informationen von mir haben möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Namaste.